Ja, hallo meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Chaos-Team, euer Future Farming und Timeless Farming. Timeless Farming lässt sich noch entschuldigen. Der ist noch nicht da aus seinen Ferien und oder weiß der Geier, wo er ist. Auf jeden Fall, wir haben ja ein RP-Projekt und ja, da wir immer so viel Kräftemessen haben, wollte man das jetzt einfach mal auf einer Map ausprobieren. Und zwar haben wir uns getrennt, grob, aber nur für Spiel. Und zwar ist der Kollege Mecke von Future Farming mit unserem, wie nennt man den jetzt, Disponenten, was? Kennt man denn Luke, oder? Mit ihm zusammen auf einem Hof, in dem Kuhhof auf dieser Map. Und ich bin mit unserem Elias zusammen auf dem Schweinehof. Und wir werden das Projekt, keine Ahnung, so lange wie wir Bock haben. Werden wir hier wirtschaften und irgendwann, wenn wir keine Lust mehr haben, wird gestoppt und dann wird alles verkauft und zusammengezählt, wer dann am meisten Geld hat, hat gewonnen. So einfach ist das. Also das Projekt ist einfach nur dafür da, dass wir Spaß haben. Also es hat Genau. jetzt nichts mit der Realität zu tun. Genau. Also wir spielen natürlich so, dass es natürlich für jeden fair ist. Also eigentlich sollte man nur so spielen, dass es auch in der Realität machbar ist. Genau. Aber wenn man jetzt gegen einen Baum fährt, aneckt oder so, das ist jetzt nicht schlimm, dass man das irgendwie hier einen Händler anrufen muss. Genau. Wir haben gar keinen Wir Händler. haben keinen Händler, wir haben keine Reparaturen, also jeder macht seinen Scheiß selber, flickt ihn einfach und fertig. Das Einzige, was wir gesagt haben, weil der Händler ziemlich weit weg ist, wenn jetzt einer einen neuen Traktor kauft, der muss den zu Fuß dahin latschen, der switcht da rein und fertig. Also wir können hier, wenn wir wollen, auf dem Hof auch hin und her switchen in die Fahrzeuge. Darum geht es ja nicht, dass wir jetzt hier RP-mäßig, wir werden ja kein RP machen, wir sind halt eben wir. Und damit kann er ewig zu Fuß läuft. Das ist für euch auch interessant, wenn wir ewig durch die Gegend trappeln hier. Da switchen wir einfach in die Fahrzeuge rum und wir haben auch schon ein paar Regeln aufgestellt. Und ja, zum Beispiel keine Kredite, es wird nichts vermietet, es wird nichts auf Pump oder sonst was. Und ja. Also untereinander kann man schon vermieten, aber ich glaube nicht, dass das stattfinden wird. Das ja, haben wir schon angeschnitten, das Thema. Und da sind wir noch nicht zu einer Einigung gekommen, so richtig. Und ja, vielleicht. Wie gesagt, das wird zeigen, was wir vielleicht noch alles müssen für Regeln einführen, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist das so. Und wir haben ja ein etwas größeres Team. Und da haben wir schon mal, also der Mecke hat in seinem Team einen festen Mitarbeiter aus unserem, ich sag mal, LU, oder? Mecke, kann man sagen. Und ich habe auch einen aus unserem LU, der ist auch noch ziemlich neu. Also der Mitarbeiter vom Mecke und Luke ist ziemlich neu. Und der bei mir jetzt und Elias ist, der ist auch noch ziemlich neu. Und die sind fest bei uns, wenn es machbar ist. Wenn ihr jetzt keine Zeit haben, dann haben sie keine Zeit. Und der Rest ist halt eben dort aufgeteilt, wie sie halt eben da sind. Dass immer ungefähr ein gleiches Verhältnis ist. So Nur ist der mal Plan. kurz für euch zur Info, ich glaube, dieses Spiel oder der Spielstand hat zwei Spiele oder zwei, drei Spielstunden drauf, dass ihr euch wundert. Wir haben gestern einfach mal angefangen. Genau. Wir haben nur mal geguckt, wie die Map ist, ob das machbar ist und ja. Grob eingerichtet, sag ich mal. Zum Beispiel, ich hatte auf meinem Hof überhaupt keine Möglichkeit für Stroh abzuliefern, kein Getreidesilo, nichts. Dann haben wir alles das festgestellt, haben danach ein bisschen Terraforming gemacht und ja. Und jetzt haben wir alles soweit, wie es da mal bewirtschaften kann. Ja, ich würde sagen, wir sind in zwei verschiedenen Channel. Kann natürlich immer besucht werden, also für kurze Fragen, keine Daueraufenthalte, weil es geht ja ein bisschen auch um Taktik. Und wenn jetzt wir alle in einem Channel wären, wäre das mit der Taktik ja ein bisschen blöd. Deshalb sind wir in zwei verschiedenen Channel und ja. Ne? Make it. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Wahrscheinlich, wenn ich richtig informiert bin, kommt genau an dem Tag, wo kein Roleplay kommt, kommt hier das. Genau. Ist geplant, weil RP Ebelsbach ist alle 2 Tage geplant und halt eben diese Challenge auch alle 2 Tage. Da denke ich mal, werden wir so wahrscheinlich machen. Ich weiß ja nicht genau, ab wann also die Folgen kommen. Das müssen wir noch mit unserem kränkelnden Elias bereden, wann wie das stattfinden soll. Ob er auch aufnimmt, wissen wir noch gar nicht genau, weil wir haben noch keine großen Möglichkeiten mit ihm zu reden gehabt. Er weiß zwar Bescheid über das Projekt, aber er ist halt eben privat verhindert. Dann müssen wir noch abwarten, wie das funktioniert. Und wenn dann bei ihm auf dem Channel wirklich dann die ersten Folgen fehlen sollten, dann nimmt ihn das nicht übel, die sind halt eben nicht da, weil er eben nicht da war. Privat, fertig. Wenn er dann wissen wollt, wie es in seinem Hof gelaufen ist, braucht er nur bei mir zu schauen. Und ja,
dann ist es halt so. Wir können ja keine Videos kopieren für ihn jetzt, und das ist auch Quatsch. Ja. Rainer, willst du noch kurz was zu deinem Spieltag erzählen? Nee. Wir legen es hier, ich habe ja die zwei Fahrsilos. Und da wir aktuell mit 4 Leuten sind, habe ich gedacht, 2 pennen in dem einen und 2 in dem anderen. Ah, okay. So, mehr haben wir einen Schnitt vor. Also ich kann euch nur kurz sagen, falls ihr irgendwie einen Häcksler braucht, könnt ihr den bei uns Mitfahrer mieten. Ja, ja, wir haben auch einen Drescher, der ist sogar mit Gold behangen. Ah, okay, und da tut ihr das Getreide rein, oder wie läuft das? Genau, ja, ja. Da kommt nur Gold raus, da kommt nur Goldstaub raus, wenn du den fährst. Ah. Ja, alles klar, dann legen wir mal los. Jo. Alles klar, viel Glück. Viel Glück. Na gut. So, Leute, da sind wir jetzt. Im Hintergrund hört ihr schon meine Mitarbeiter, die fleißigen rumpratscheln. Die sind fleißig. Und der Andi, den ihr jetzt gerade gehört habt, der war gestern schon bei mir. Genau. Wir haben das hier eingerichtet soweit. Und die anderen zwei Herrschaften sind aus dem LU. Hallo. Genau, die kann ich auch mal gerade vorstellen. Das war der Ackermann und der Herr Schiller. Heinrich Schiller. Ja. Wir haben schon aktuell. Moment, ich muss mal gerade nachschauen. Wir haben aktuell schon 1, 2, 3, 4 Felder, beziehungsweise 3 Felder und eine Wiese. Die Wiese werden wir jetzt mähen und ins Silo einfahren, weil wir haben auch eine kleine BGA. Die werden wir wahrscheinlich dann mit Grünzeug füttern und vielleicht mit Stroh noch, dass das so ein kleines Mitgut haben wird. Aber wir werden uns nicht auf die BGA jetzt konzentrieren, dass wir da jetzt alles Mais häckseln und sowas. Ich habe vor, beziehungsweise wir haben vor, auch Schweine zu besitzen irgendwann. Und das recht zügig. Und für die Schweine müssen wir anbauen. Für die brauchen wir die Sachen, die wir halt eben für Schweine brauchen. Und deshalb müssen wir uns etwas einfallen lassen, damit wir die schnellstmöglich bekommen. Ja, so ist der Plan. Jetzt ist für mich überhaupt kein Traktor mehr da, oder was? Ne, ist gar nichts mehr. Genau, Chef. Jetzt habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, was machen wir mit unseren Sonnenblumen auf Feld 23? Untergrubern. Oder können die Schweine sowas fressen? Moment, wollen wir gerade gucken. Also wir hätten im Angebot, uns ein Schneidwerk zu kaufen für 23,5. Ja. 22,5. Ich kann noch nicht gucken. Bei 1400 pro 1000 Liter für Sonnenblumen. Ja, die Frage, fressen die Schweine Sonnenblumen? Nee. Nein, aber es würde sich wahrscheinlich rechnen damit, dass wir auch noch Mais hier Zeug brauchen für die. Und das können wir ja damit ganz genauso. Genau. Andi, dann fahr das Schneidwerk zum Hof. Und dann kaufst du eins oder soll ich das kaufen? Nee, kauf du bitte. Okay. Dann kaufe ich dir das Schneidwerk, da fährst du das holen. Und zwar, ich kauf das dann, was die 6 Meter hat, ne? Das erste Appello. Ja, genau. Diamant. Aber können wir damit auch Mais machen dann? Ja, ja. Ja. Okay, dann würde ich das kaufen. Und ich denke mal, das haben wir dann schon durch die Sonnenblumen wieder drin. Genau, ich kaufe das jetzt, da brauchst du nur abzuholen. 45.000, Anhänger haben wir. Wir haben sogar 2. Genau, wo ist der kleine 150 PS Fendt? Wo haben wir den? Hat den jemand im Besitz? Ich habe die in die Halle reingepackt mit dem Ladewagen. Alles klar. Da steht nämlich normalerweise noch ein Anhänger mit Dünger und Saatgut drauf. Ich lade den jetzt ab, konfiguriere die wieder um zum Anhänger. Dann haben wir schon mal 2 Anhänger, weil im Moment brauchen wir ja nichts weiterholen zu fahren. Ja. Der 800er steht auch hier. Genau, so wunderbar. Jo, und ich könnte dann eventuell gleich Schwaben oder den fahren. Habt ihr die Mehlwerke und den Schwader schon hier? Den Schwader ist noch unten. Okay, dann müsst ihr den anderen noch holen fahren gleich. Den Schwader bin ich gerade am holen. Okay, womit fährst du aktuell mit dem Case, ne? Ja. Mit dem Comic, okay. Ja, ich werde bei der Werkstatt einen Hochdruckreiniger noch platzieren, dass wir... Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Dann können wir die Maschine auch waschen, wie der 800er Fendt hier zum Beispiel, dass wir da ein bisschen ordnen. Ja, alles schön ordentlich aussehen, ne? Ja, das ist... Dass das so ein bisschen hinhaut. Ach so, für die Zuschauer, wir werden, ich denke mal so knappe 20 Minuten Folgen machen.
werden aber nicht groß jetzt Riesenpausen machen, wenn nichts anliegt, groß zu diskutieren gibt, aber ich denke mal, Diskussionsbedarf wird immer sein. Aber ja, wir versuchen 20 Minuten zu machen und so um die Dreh. Wir müssen ja offline die Taktikbesprechung machen, damit die anderen es nicht mithören. Damit ihr das nicht mitbekommen, genau. Das haben wir auch schon überlegt, dass wir eben in-game keine großen Besprechung machen, was wir jetzt brauchen und was wir nicht brauchen. Oder was wir machen, wir vorhaben und dies und das, weil die Konkurrenz schläft nicht. Korrekt. So ist unser Plan. Also wie gesagt, mit Elias, der ist zurzeit noch verhindert. Ich weiß nicht genau, wann er kommt, ob er überhaupt mit aufnehmen will. Ist auch noch fraglich. Und wenn wirklich, dann hat er halt eben die Folgen weniger, da müsste er ihm, dürft ihm nicht krumm nehmen, das ist anders nicht machbar. Wie soll man ihm dann die Folgen nachreichen, wenn er selber nicht aufgenommen hat? Das funktioniert halt eben nicht. Es ist dann halt eben, ja, dann hat er eben ein paar Folgen weniger, aber ja, es ist nicht zu ändern aktuell. Und er hat aber auch gesagt, wir sollen aufnehmen, wir sollen nicht auf ihn warten. Er hat ihm absolut keine Zeit im Moment und dann, ja. Ich meine, das ist ja auch kein Nebenjob, das hier, das ist ja auch nur alles. Ja, freiwillige Basis und ja. In Ebelsbach ist er natürlich immer noch dabei, ne? Also auf jeden Fall dabei. Ist aber auch ganz schön tricky, hier mit dem großen Drescher durch die kleinen Straßen hier zu fahren. Ja, muss man schon fahren können. Ja, ich hab dann nur Leute, die fahren können, oder? Ja. Du hast die Besten. Besten der Besten. Perfekt. So wollt ihr das hören, Männers? Ja. Gute Laune. Immer nur Turbo. Was ist mit mir? Da könntest du. Theoretisch, wenn der andere schon mit Schwaden da ist. Lade mal. Ja. Ja, Chef, wenn ich dann in einer halben Stunde zurück bin, möchtest du dann die Sonnenblumen dreschen oder möchtest du mich abfahren? Das kann man, ja, wenn du willst, kannst du auch selber dreschen. Wo darf ich mit Media kommen? Erstmal hier auf den Hof, so links, rechts, irgendwo hin. Oder bei die Silos, irgendwo, wo sie nicht unbedingt direkt stören. Aber ich versuche hier ein bisschen Ordnung zu halten. Kannst du auch in die Hallen stellen, hier, die beiden Hallen. Die sind alle leer, ne? Also da ist noch nichts groß drin. So, das hier schieben wir einfach nur ein bisschen zur Seite hier. Das Zeug. So. Voila, steht sich schon alles auf den Beinen hier. Wunderbar. So. Also wie gesagt, das Zeug, was hier schon rumsteht und rumliegt, das haben wir gestern schon alles organisiert. Vorsicht, warte mal, Ackermann. Da ist das Gewicht gerade weg. Und deshalb ist das jetzt alles schon da, ne? So, das ist nicht die Grundausstattung, die hier auf der Map ist. Und ja, apropos Map, wie hieß die noch, Andi? Riesenbeck. Riesenbeck, ja, genau. Die Map heißt Riesenbeck und ja, ist frei erhältlich in diversen Online-Forum, könnt ihr die runterladen. Also wir haben da nichts bezahlt für, wir haben auch nichts bekommen dafür, dass wir die spielen, wir machen die einfach so, weil es halt eben Fun macht. Noch was auf dem 150er Fan, der kleine, da wollte ich den Frontlader drauf lassen. Der 800er hat zwar auch einen Frontlader drauf, aber ich denke mal, der kleine langt. Der langt zum Laden und verschieben. Für die Sachen. Deshalb wollte ich den drauf lassen. Dann gewöhnt man sich mit der Zeit dran, dass nur dieser Schlepper halt eben, ja, den Frontlader hat. Genau. Dann, dann steht auch nicht doof in der Gegend rum. Genau, und man verliert ihn nicht. Und er wird nicht zufällig verkauft irgendwo. Das gegnerische Team klaut ihn nicht. Genau, das kommt noch dazu. Da müssen wir nämlich aufpassen. Ja. So, dann mach ich jetzt mal einen riesen Aufbau drauf hier auf den Ladewagen, auf den Wagen. Den Rest lassen wir so. So.
So, bist du schon da bei dem Dingern? Bei der 23? Ich? Ja. Nein. Okay. Bin gerade noch auf dem Weg. Kurz davor also. Dann tue ich mal gerade einen Dings kaufen. Da wird mir wir einen Hochdruckreiniger haben. Ich platziere den direkt bei die Werkstatt, ne? So. Ja, also, genau. Hätte ich jetzt auch gemacht zur Haupteinfahrt hin. Ja, oder hier, wo die kleinen Silos stehen, da hat man ein bisschen mehr Platz. Aber der ist direkt am Eingang, vorne ist er. Ist genau, gut, so dass man mal rauffährt, kann jeder gleich sehen. Genau, das sieht jeder direkt. Genau. Ich tue auch jetzt den Fan sauber machen. Die Sämaschine wollte ich jetzt an dem 800 alles so dran lassen. Ja. Damit wir, wenn wir die Sonnenblume ernten, direkt wieder ansehen können. Ansehen können, genau. Ja. Und ich hatte auch schon die Spritze vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch dran hängt. Dass wir dann noch gleich. Nee, die Spritze ist nicht dran. Der ist ja unterwegs mit dem Ladewagen. Aber ist einfach ins Silo-Gebiet? Genau. Ziemlich weit hinten. Wir kriegen das eh nicht voll. Einfach so, dass man gut festfahren kann. Alles schön aber ein Haufen bisschen. Dass wir eventuell gar kein Schild oder sowas brauchen. Meine Hoffnung ist, dass wir das so weit mit dem Frontlader zusammengeschoben kriegen, dass das dann auch funktioniert. Und ist ja nur die eine Wiese da, mehr machen wir im Moment nicht. Ja, die reicht doch. Ist doch gar nicht so klein. Genau. Da bin ich mal gespannt, wie viele Sammelblumen wir hier rauskriegen. Bei unser Gebiss dann wieder drin haben. Genau, wir müssen mal schauen, wie der Preis dann ist. Ob man schon verkaufen darf oder nicht. 1380 war er gerade. 1380, okay. Ja, da würde ich sagen, ist schon gut, ganz gut. Ja. So. Da müssen wir uns überlegen, was wir denn hier ansehen, ne? Alles Raps. Auch Raps? Auch Raps, ja. Solange wir noch keine Schweine haben, müssen wir auf Geld machen. Wir brauchen Geld. Und Sojabohnen bringen uns auch noch gut Geld. Ja, die haben aber keinen großen Ertrag, das ist das Problem. Die bringen halt eben nicht viel ein. So, welches Feld war das jetzt? Wo muss ich hin? 23 bin ich. Okay. Dann fahr ich mal hier raus und komm oben zu dir. Ach, ich wollte auch mit mein Lenkrad fahren. Das gewöhnt mich immer an und wieder ab. Ah ja. Das gute alte Lenkrad. Ja. Ja, ich muss sagen, ich fahre mit beiden. Ich habe beides angeklemmt immer. Und wenn ich mit Frontlader lade oder so Sachen, dann fahre ich meistens mit dem Lenkrad. Das hat nur ein Maus, ja. Ja. Achso. Ich fahre sowas dann mit Maus und Tastatur. Ja, genau. Also Pedale, Maus und... Nee, Tastatur nicht. Ich fahre mit Lenkrad und Maus und Pedale, genau. Okay. Ich spreche mal mit Lenkrad. Ich habe nur die... Ich habe die, die Schnelligkeit des also wie schnell der Frontlader reagieren soll, das ist etwas schnell bei mir. Aber ich brauche nur ganz minimale Bewegung zu machen mit der Maus. Ne? Da ist die Gabel schon oben. Dann musst du die Maus noch ein bisschen runterstellen. Ja, aber das ist okay so. So, wie komme ich jetzt zu dir hier? Das ist blöd, wenn man die Felder kauft und nicht abgegangen ist vorher, ne? Ja, Chef. Tja, aber ich denke mal irgendwo... Ach, hier geht's. Da 55 mit der 24 hochfahren. Genau, hier geht's. Da ist ein Weg zu meinem Feld. Hier geht's. Ich komme... Aber du hast ja noch nicht voll, ne? Ach, nee, ich bin bei 25. Da ist die ersten 3000 Euro haben wir schon eingenommen. Genau, ich komme. Das Schneidwerk ist schon fast wieder draußen. Das Gebiss. Genau. So, ich denke mal. Ich schreibe mal gerade. Oder soll ich sie fragen, wie lange er macht? Ich gehe mal gerade zu Mac und frage mal, wie lange er machen will überhaupt, ne? Genau. Bin sofort. Rauszuziehen. Bei genau, ich versuche mal zu fragen. Zwei Moin, Männers! Läuft's? Moin. Kurze Frage, 20 Minuten Video oder so? Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend für heute, ne? Das war's für die erste Aufnahme in unserem neuen Projekt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut bei mir vorbei, Chaos Farming, bei Future Farming
Und in Zukunft auch bei Timeless Farming. Wie gesagt, wenn er dann aufnehmen sollte und hat auch, dann hat er auch die Videos drauf. Ansonsten, die Videos sind noch bei uns, also dann die Channel sind bei uns bei jedem verlinkt. Dann könnt ihr die auch finden. Auch die RP-Projekte sind da zu finden und alles. Ja, ich würde sagen, Mecke, noch was zu sagen? Nee. Außer dass ihr verlieren werdet. Kommt uns besuchen. Alles klar. Wir machen euch fertig. Das klappt selig. Ciao.